Aber ich habe mir vorgenommen, ich tauche hier jeden Morgen auf für die Leute, die gerne meine Inspiration haben. Und das ziehe ich jetzt halt mal durch. So schaut's aus. Also Schwingung, Frequenz, ganz, ganz wichtig, oder? Die Schwingung, die Frequenz trägt die Information. Ja, hallo, guten Morgen, Maria, schon lange nicht mehr gesehen. Also, und die Information und die Schwingung, die wir haben wollen, die wir brauchen, das ist, ich sag's jetzt mal heraus, wir haben das beste Wort dafür, wir trauen uns es meistens nicht zu benutzen. Wir sagen Hochschwingung, Lichtschwingung, aber wir haben schon seit Menschengedenken ein wunderbares Wort für die Schwingung, die wir brauchen. Und zwar brauchen wir die göttliche Schwingung, wir brauchen die göttliche Energie. Wir brauchen die Energie, die Information, die aus reiner Liebe, aus reinem Positivismus, aus reiner Begeisterung, aus reiner Schönheit, aus reiner Freude, aus reiner Nächstenliebe, aus der Perfektionssicht heraus, dass alles gut, perfekt und wunderbar ist. Und das ist schwierig, weil viele Menschen diese Sicht nicht annehmen können, weil sie sie nicht gelernt haben, weil sie sich mit anderen Dingen beschäftigen, die ihnen im Außen vielfach suggeriert werden, die uns unser ganzes Leben schon eingetrichtert worden sind. Und es ist so wichtig, wenn wir ein schönes Leben, schöne Dinge, schöne Geschenke, schöne Beziehungen, ein schönes Zusammensein mit uns, mit der Natur kreieren wollen, dann müssen wir das auf der höchsten Schwingungsfrequenz tun, damit wir Gleichgesinntes, Hochschwingendes in unser Leben ziehen. Dein Leben findet dort statt, wo du bist. Dein Leben findet auf einer Frequenz, auf einer Schwingung statt, auf der du bist. Und nachdem jetzt vor allem und natürlich schon in unserer ganzen Vergangenheit, wenn ihr die Geschichte zurückgeht, leider ein Leben auf einer relativ niedrigen, angstvollen, beschränkten, limitierten Schwingung stattgefunden hat, kann es sein, dass wenn du entscheidest und wenn du dran arbeitest, die Welt aus den Augen eines hochschwingenden Individuums siehst, kann es sein, dass du ein bisschen alleine dort bist? Kann es sein, dass sich das nicht anfühlt wie Mainstream? Kann es sein, dass es sich nicht anfühlt wie ein Ort, wo alle sind? Im Moment noch, weil wir machen diese Transformation durch. Ihr seht auch hier im Internet, immer mehr Menschen sprechen davon, sprechen von Göttlichkeit, finde die Göttin in dir, arbeite mit göttlicher Energie, und das ist auch das, was ich die ganze Zeit für mich und für andere tue, diese Divine Healing Power. Gestern habe ich rausgefunden, was das ist, die wenigsten verstehen. Das ist die göttliche Heilkraft. Mein Angebot, die Divine Healing Power Immersion, da geht es wirklich nur darum, dass wir uns mit der göttlichen Heilkraft verbinden, die richtige Power hat, und das kann jeder für sich jeden Moment machen. Und ja, wieso nehmen wir die ganze Zeit Anglizismen? Weil eben dieses Wort göttlich von der Kirche nicht so göttlich, sage ich mal, eingesetzt worden ist. Aber das bedeutet nicht, dass da die Wahrheit der göttlichen Power, die Wahrheit der Schönheit, die Wahrheit der Liebe in diesem Wort nicht vereint ist, ja? Und es ist mir jetzt auch wirklich ein Anliegen, weil ich selbst so lange mir im Weg gestanden bin, in diese wahre Power zu treten, weil ich ja alles Kirchliche so dermaßen abgelehnt habe, weil sich das so falsch und so verlogen immer angefühlt hat. Bis ich dann halt begriffen habe, dass das Göttliche, egal wie du es nennst, ja nichts mit der Kirche zu tun hat, sondern als ich diese Power für mich bereinigt habe und gemerkt habe, wenn ich habe alle möglichen Ausbildungen gemacht, ja, wo es hieß, ja, erhöhe deine Schwingung, weil ich wusste, ja, ich muss meine Schwingung erhöhen, aber wie, dass ich meine Schwingung erhöhe,
indem ich an das Gute, Schöne, Perfekte glaube und nicht an das, was ich sehe. Das hat mir auch niemand erzählt. Ja? Ich bin in sämtliche Ausbildungen, eine war zum Beispiel Reconnective Healing, wo es dann geheißen hat, du erhöhst deine Schwingung, The Reconnections von Dr. Eric Pearl, war ich in Lissabon 4 Tage, nein, noch viel mehr, es waren ja 3 Kurse, oder? Aber ich kann ewig lang auch mit dieser Schwingung versuchen, die hochzuhalten oder auch Übungen zu machen. Es geht darum, dass ich es ganzheitlich mache. Es geht darum, dass ich entscheide, ein hochschwingendes Wesen zu sein. Ein Wesen, das hochschwingend denkt, dementsprechend hochschwingend fühlt und dementsprechend die Welt mit einer rosa Brille anschaut. Und das ist verpönt, ja? Also siehst du das Drama nicht, ja? Aber ich will das Drama nicht sehen, weil ich es nicht rekreieren will. Und ich will in dem Drama das Schöne sehen und ich will mich darauf schulen. Ich will meinen Fokus, meine ganze Power darauf schulen und das kann ich nur, wenn ich so denke, wenn ich so fühle, wenn ich in so einem hochschwingenden Container mich befinde. Und wenn ich da nicht so mit der Masse zusammen bin. Aber ich weiß, wenn ich die Gesetze des Universums, die Gesetze des Lebens kenne, dann weiß ich, dass ich nur führen kann, anziehen kann, transformieren kann, indem ich vorausgehe. Und der vorausgeht, ist nicht im Mainstream drinne. Der vorausgeht, ich habe der Letzte gesagt in dem Coaching, der Schäfer ist auch nicht mit den Schäfchen. Die Schäfchen mögen den Schäfer aber trotzdem, auch wenn er kein Schaf ist. Weil sie wissen, der Schäfer führt sie dahin, wo das Gras grün ist. Ja? Und der Schäfer ist auch immer ein bisschen alleine, bis er dann halt irgendwann mal zu einem Schäfertreffen geht und sich austauschen kann. Aber sein Job ist nun mal nicht bei den Schäfchen, dort wo alle kuschelig zusammen sind, zu sein, sondern den Weitblick zu haben und zu schauen, wie lange können wir hier bleiben, wie lange gibt es hier gutes Essen und wann müssen wir weiterziehen. Und so brauchen wir Schäfer. Und die Schäfer müssen bereit sein, vorzugehen, an sich zu arbeiten, sich in eine hohe Schwingung zu bringen und Vorbild zu sein und vorauszugehen und keine Angst zu haben, dass wenn sie mal dort sind, wo nicht alle sind, dass es dort falsch ist. Ja? Sondern in sich selber wissen, dass wenn sie in ihrem hochschwingenden Container sind, in ihrer hochschwingenden Welt, in ihrem hochschwingenden Universum, dass dann du der Wassertropfen bist. Ja? Der Wassertropfen, der das ganze Wasser aufwertet. Ja, das ist für mich ganz wichtig, heute zu sagen, an jeden Einzelnen, der die Kapazität hat, sich in seiner Schwingung zu halten, sich dort wirklich zu halten und zu wissen, dass es gut und richtig ist, dort zu sein, auch wenn es nicht gerade Mainstream ist. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Kommt heute Nachmittag zu uns in den Healing-Zirkel. Wir hatten gestern einen kleinen technischen Ausfall. Die liebe Gudrun ist rausgesprungen aus dem Raum. Ihr Internet hat sie dann nicht mehr reingelassen. Wir mussten improvisieren, sodass wir heute nochmal die liebe Gudrun haben im Healing-Zirkel, die uns nochmal diese schamanische Reise macht, die wunderschön war, die wunderschön angefangen hat. Und ich will euch einladen, dass ihr dabei seid, dass ihr das nicht verpasst. Es geht wirklich plus minus eine halbe Stunde. Und wir gehen immer alle so glücklich und erfüllt dort raus. Und wir machen uns gegenseitig die schönen Geschenke. Und wir haben Programm bis am Dienstag. Freiwillige, danach dürfen neue Freiwillige kommen und wir tauschen uns aus und wir tragen uns, wir haben uns einen Container höchster Schwingung geschaffen und es ist wunderschön dort und nur diese eine halbe Stunde, 14 Uhr bis 14.30 Uhr, trägt schon dazu bei, dass du einfach dein Herz öffnest und bedingungslos wirklich dich gut und glücklich fühlst. In diesem Sinne freue ich mich auf euch, der Link ist wieder hier oben gepostet, einfach draufklicken, eintreten und schon bist du dabei.
Kamera, wenn du willst, ausstellen, musst nichts sagen, darfst einfach nur konsumieren und genießen. Also, bis später, ihr Lieben. Tschüss, tschüss.